Ja, ich glaube, ich werde mal in der Sonne fliegen müssen. Ich werde mir erstmal Metall beschaffen und dann kurz in der Sonne fliegen. Scheiße. 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 Ich dachte mir so, ja, wird richtig gut und so. Nein, wird es nicht. Inferno. Hitzewarnung. Ah, das noch. Nicer Scheiß. Gravitation gering, aber ist mir egal. Ich will trotzdem Kopf haben im Metall haben. Komm, komm, gib mir, gib mir. Okay, nee, das war's. Und weg mit mir. Ich muss nämlich noch einmal schön. Oh Gott. Nee, das wollte ich nicht. Karte wollte ich verlassen. Ach, vielleicht kann ich bei euch aufladen. Brauche unbedingt exotische Materie. Glückt Eintreiber. Kunden, ihr steht nicht auf meiner Eintreiberliste. Möchtet ihr einen Vorfall melden? Mitsurani. Ein Pesthauch in der Galaxie, leben und leben lassen, aber eine Spore, die eine ganze Welt vernichten kann, inakzeptabel. Vielleicht nicht einer, aber es dauert etwas, aber nicht lange. Ja. Ja gut, dann kann ich halt nicht bei euch kaufen. Ha, ich war schneller weg. Ich habe einmal komplett. Ja. Raumhafen? Nein, da komme ich nicht hin. Die haben viel davon. Nur Eisen. So ein Treibstoff. Wo würde ich denn hin wollen? Warte mal, es sind rote. Ach, das sind Glückt, okay. Mal kurz rauszoomen. Hier muss ich hier lang scheinbar. Alles klar. Da könnte ich auch einkaufen gehen. Auffüllen, Reparaturen, Schiffswerft. Ja. Na geil, schon Schild beschädigt. Verschleiß. Oh Mann, ey, du bist da scheiße. Ich gehe mal den Hangar dekontaminieren. Vielleicht nicht riskieren, dass wir irgendwas von den Todesplaneten hier einschleppen. Wer bist du? Hi! Unternehmer Nimbeck. Menschen, was haltet ihr von einer Investition in eine einmalige Gelegenheit? Eine Chance auf ein Vermögen, ein. Aber nicht doch. Kein Grund, mich so misstrauisch zu beäugen. Keine Sorge, keine Sorge. 180. Ich habe hier eine Erfindung, die jeder haben wollen wird und der niemand widerstehen können. Und der niemand wird widerstehen können. Achso. Ihr müsstet mir nur ein paar Credits leihen, damit die Produktion beginnen kann. Ich schwöre, ich verdopple. Nein, nein, verdreifache eure Investitionen unter Garantie. Tut mir leid, so viel habe ich leider nicht. Wirklich? Noch kein Geld? Soll ich später vorbeikommen? Ja. Ja, ihr beschafft Geld. Ich komme später wieder. Solange ich nicht wieder in Kampf gerate. Ich bin mir sicher, dass ein Glück mir mein erstes Auto verkauft hat. Auch gut.
finde die Sprüche schon lustig. Ach, das ist noch eine Sonne. Ich bin so bescheuert. Alter, wer kommt denn auf die Idee, so viele Sonnen hinzustellen? Meine Fresse. Ich will einmal dahin. Fick dich, Alter! Fick dich! Ich werde meine Waffen laden und ich abfeuern. Wow! Ha, daneben. Oh, ich sollte vielleicht... Oh, kehren! Umkehren! Alter, wie viel halten die denn aus? Sag mal, ja. Die wollen abhauen. Oder mich rammen. Das könnte auch sein. Okay. Ah, Kehrtwende. Und Feuer! Jawoll! Ich weiß ja so nicht, ob ich das Zeug mitnehmen soll oder nicht. Nein. Nein, 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 nein. Ich nehme doch nichts mit. Tschüss. Gut ist diesen... Ich bin gerade so richtig hoch, ne? Scheiße. Infiziert. Hier nicht. Oh mein Gott, ja. Gut, ja, nicht infiziert. Ruin! Und Silikate, das finde ich nice. Ah, warte mal, Ruinen hätte ich eigentlich wen anders schicken können. Egal, ich hole mir die Silikate und schicke dann irgendwen anders runter. Ganz gemütlich hinsegeln. Wohl habe ich eigentlich irgendwen dabei, der dass es gleich irgendwie regnet, geregnet, ja.
windet oder sowas. Boah, das ist gerade entspannt. So, schön. Na. Gut. Ach komm, wenn ich schon hier unten bin, dann... Nicht zu schnell. Alter Verwalter, ey. Das ist ja gerade echt hier mal. Oh mit mir. Jawohl. So. Nein. Schon nur in diese Richtung so, ne? Ganz langsam, ganz sachte. Komm schon. Na. Ganz sachte. Ja. Besuchen. Ich stehe hier mitten von Ruinen, die wie ein alter Tempel aussehen. Der Boden scheint aus Marmor zu sein. Der Innenhof ist von etwas umringt, das aussieht wie Drachen. So würde ich es beschreiben. 5 von ihnen aus Stein gemeißelt. Und einer größer als der andere. Sie sehen nicht gerade freundlich aus. Von irgendwoher kommt ein schwacher Gesang. Ein Wort, immer wieder. Es klingt wie Chansu. Ich steige in den Tempel hinab. Ich glaube, das ist eine uralte Armil... Larsphäre, eine riesige Kuppel, in der Lastwagen große Planeten und binäre Sonnen kreisen. Sie ist von einer Kluft umgeben und auf der anderen Seite sehe ich eine Tür. Ich sehe keinen Weg darüber. Vielleicht, warte mal, ja, diese Edelsteine bewegen das ganze System. Vielleicht gibt es ja eine richtige Konstellation. Also wenn ich es drehe, so dass die Sonne hier ist und das Gravitationsfeld da hinten und fertig. Eine Brücke aus Licht führt jetzt über den Abgrund. Ich versuche erstmal mit einem Fuß, scheint fest zu sein. Mal sehen, was all das beschützt hat. Was ist das? Ich glaube, es ist eine Art Kartografieapparat. Das Astrolabium, Katestrelikt, geleitet unsere Seelen durch das Labyrinth der Sterne. Mitnehmen! Kehre zum Lande Mundru zurück. Cool! Vielleicht können wir uns einen richtig guten Brett ins Stein legen bei den Kollegen hier. Stein ins Brett. Brett in Stein legen. Oh mein Gott, ich bin ja echt schon ein bisschen hier ballerballer. So, aufs Schiff möchte ich. Ins Labor gucken. Kann das irgendwo untersuchen? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Warum sollte das auch irgendwo untersuchen können? Was? Ressourcen. Ich kann mich ja reparieren. Gönne ich mir. Genauso wie das hier ich mir gönne. So, gib mir ein verdammtes Medikit. Ich habe die Dinger schließlich bezahlt. Ach, das ist ja der Typ. Haha. Dann nimm du Außenhülle. Karte. Ah, es gibt ja nur diesen einen Planeten da. Katest Herold. Oh, nicht, dass die... Hi! Ob ich mich bei denen beliebt machen soll, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß grad nicht. So, was haben die hier drauf? Carbonate und Kupfer und ein Wrack. Und es sieht nicht nach Mitsurani aus. Na, lande ich doch mal. Da mache ich mit. Solange es nicht nach Mitsurani aussieht, ist alles in Ordnung. Was könnte im schlimmsten Fall immer so sein, dass... Wen habe ich eigentlich noch dabei? Ingenieurin? Wäre eigentlich gut gewesen, wenn ich die Ingenieurin hier jetzt zum Wrack mitgenommen hätte. Wozu habe ich mir eigentlich das Hitzeschild gekauft? Konvektion Orkan. Jetzt mag ich aber keiner Unfug hier. Bam. Nice. Waren ja beides gewöhnlich, ne? Mann, lass ich das mal. Wow, warte mal. Ich weiß es sowieso.